So Leute, morgen ist es soweit, morgen ist Pre-Release Zendikar Rising und wie ihr wisst, ist Zendikar Rising ein schönes Set, weil neue Sets sind immer gut. Ja, ich bin von den Spoilern nicht so begeistert. Ich glaube tatsächlich, dass viel dieser Booster-Displays und so weiter nur über die Boxtopper sich verkaufen werden und das der Grund sein wird, warum das Ding sich überhaupt verkauft. Aber es ist ein neues Set. So, jetzt habe ich kurz aufgeräumt. Und ja, das neue Set bedeutet, wir machen ein neues Booster auf. Gucken wir uns mal an, was hier drin ist. Ich habe jetzt leider nur die Draft-Booster da. Es gibt ja die neuen, die Set-Booster. Die werde ich so schnell ich dran komme nachliefern. Ja, gucken wir uns mal an. Chilling Trap. Ein blaues Mana Instant. Eine Kreatur kriegt -4/-0. Wenn man den Wizard kontrolliert, zieht man eine Karte. Cleansing Wildfire. 2 Mana, Destroy Target Land. Für 2 Mana, okay. Its Controller may search his library. Also der Besitzer sucht sich aus seinem Deck ein Land raus und bringt das getappte Spiel. Standardland. Und ihr zieht eine Karte. Das ist ein gutes Teil. Uff, die ist gut. Naja, Murasara Brut. 3 Mana, 3/3. Geil. Blood Price. 4 Mana, Sorcery. Man guckt sich die obersten 4 Karten von dem Deck an, nimmt 2 davon in die Hand, den Rest unter die Bibliothek und verliert 2 Leben. Kabira Outrider. 4 Mana, 3/3. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur +1/+1 für jede Kreatur mit, die in eurer Party ist. Party ist ja eine neue Fähigkeit mit mit Warrior, Wizard, Rogue, Cleric. Wichtig für euch zu wissen vielleicht, jede Kreatur darf nur einmal in der Party drin sein, im Sinne von, wenn ich jetzt eine Kreatur habe, die Wizard, Warrior und Rogue ist, darf sie nur für eins der Sachen zählen. Cascadesia, 4 Mana 3/3, wenn er ins Spielfeld kommt, gucken wir uns über das nächste Karten an, können beliebig viele runterlegen, wobei X die Nummer Anzahl an Karten in eurer Party sind. Ich bin mal gespannt, wie sie das auf Deutsch übersetzt haben mit Party. Dann haben wir Tazem Royal Mage, 2/2/1 Kicker. Wenn er ins Spielfeld kommt, bringt ihr eine Instant oder Sorcery aus eurem Friedhof auf die Hand zurück. Das ist nicht schlecht. Deadly Alliances, 5 Mana zerstört eine Kreatur der Planeswalker, kostet 1 Mana weniger für jede Kreatur in eurer Party. Das ist eine ziemlich coole Karte. Was? Was bist du denn? Ich habe mir diese Special Artworks nicht angeguckt. Prowling Philidat. 4 Mana, 2/3 Wachsamkeit. Wenn er Landfall, immer wenn Land ins Spiel kommt, kriegt er eine +1/+1-Marke. Wow, das Artwork, das ist hübsch. Ich habe mir diese Special Artworks gar nicht angeguckt. Ich wusste auch gar nicht, dass die in den normalen Boostern mal wieder drin sind. Territorial Skythecat. 3/2/1 Trampel. Mit Landfall kriegt eine +1/+1-Marke. Okay. Relic Axe, cool. Das Artwork ist cool. 2 Mana, wenn sie ins Spielfeld kommt, bringt man das an eine Kreatur dran. Die Kreatur kriegt +1/+1. Es sei denn, es ist ein Warrior, dann kriegt sie +2/+1. Okay. Meeräxte. Skycloth Pickaxe. Für ein grünes, wenn sie ins Spielfeld kommt, wird seine Kreatur ausgerüstet. Landfall, die Kreatur kriegt +2/+2. Und für 3 Mana equippen. Das ist ein gutes Teil. Was bist du? Malakir Rebirth. 1 schwarzes Mana Instant. Man sucht sich eine Kreatur aus, verliert 2 Leben. Bis zum Ende des Zuges kriegt die Kreatur, wenn diese Kreatur stirbt, bringen sie getappt oder auch Kontrolle ins Spiel zurück. Also praktisch regenerieren. Und auf der anderen Seite ist es ein Malakir Meyer. Kommt getappt ins Spiel, tappt ein schwarzes. Das ist bestimmt für Death Shadow ziemlich gut. Also für Death Shadow kann ich das sehen. Vor allem als Instant. Ich zerstöre dann Death Shadow. Nee, machst du nicht. Das ist gut. Das ist eine gute Karte. Und unsere Rare ist Oren Reef Ooze. 3/2/2, immer. Was? Wenn ihr ins Spielfeld kommt, lege eine +1/+1-Marke auf eine Kreatur. Und immer wenn er angreift, lege eine +1/+1-Marke auf jede Kreatur, die mit einer +1/+1-Marke angreift. Okay. Haben wir eine Insel. Oh, Full Arts drin. Das ist hübsch. Und eine. Ah! Das ist eine Blank Card, damit wir diese Karte hier benutzen können. I see. Okay. Danke dafür. Ja, das ist Zendikar Rising, das neue Set. Ihr wisst, normalerweise kommen dann jetzt montags dieses Collectors Booster Ding. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht. Das kommt vielleicht später. Ich habe aber noch was vor, was jetzt am Wochenende wahrscheinlich kommt. Eine kleine Kollaboration. Und ansonsten wisst ihr, was die nächsten 2 Booster nächste Woche sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed.
Ciao, ciao.